Ich bin am Hauptbahnhof angekommen und jetzt zu Gleis 7 hinlaufen. Dort werde ich gleich Nico treffen. Ich bin jetzt bei Gleis 7. Und guck mal. Ich habe ihn hier getroffen. Jetzt fahren wir nach hier Friedrichshafen, genau. Richtig. Das ja. ist, wie heißt das Ding? Baden-Württemberg. Beim Bodensee da unten. Richtig, ich freue mich schon richtig. Also auf die Fahrt nicht, also auf die Zugfahrt, aber ich freue mich auf Bodensee. Wir haben jetzt gerade kurz nach 10 und ungefähr gegen Mitternacht kommen wir an oder kurz davor. Aber jetzt hier zum Zug einsteigen. Wir sind eingestiegen, der Zug ist losgefahren und der nächste Umsteigebahnhof ist Hannover. Da kommen wir, glaube ich, in 1,5 Stunden oder so an. Oder 2. Es wird eine ganz lange Bahnfahrt. Ich bin voll müde heute. Ich habe voll wenig geschlafen. Ich fühle mich so ein bisschen Gehirn kaputt heute. Wir sind gleich in dieses Hannover angekommen. Und weil wir gleich fast eine ganze Stunde Umsteigzeit haben, werde ich dort erstmal ein Wartebierchen kaufen gehen. Wir sind in Hannover angekommen und das ist unser ein Umsteigbahnhof, Haltestelle. Wir sind hier auf diesem Bahnhofsvorplatz und wir haben uns ein Wartebier gegönnt. Ja, Prost! Und jetzt noch knapp eine Stunde warten, bis der nächste Umsteig zukommt. Das Wartebier ist ausgetrunken und in 15 Minuten da kommt gleich der Zug los. Jetzt gehen wir am Bahnhof rein. Wir sind gerade hier auf diesem Bahnsteig und der hat sich ein Brötchen gekauft. Und ich habe mir überlegt, mir auch noch einen Kaffee zu kaufen. Vielleicht wäre ich ein bisschen wacher. Und hier, unser Zug, der steht hier schon, der wartet auf uns. Und genau, wir suchen uns einen geeigneten Waggon aus und dann gehen wir da rein. Und dann fahren wir los nach Göttingen erstmal, glaube ich. Guck mal, da drüben ist Harzberglandschaft. Da hinten ist auch Harzberglandschaft. Da drüben ist auch Harzberglandschaft. Noch mehr Harzberglandschaft. Ganz viel Harzberglandschaft. Hier, Nico, guck mal. Das da hinten, das ist Harzberglandschaft. Wir sind in Göttingen angekommen. Jetzt einmal Gleis wechseln. Nach diesen Gleis da drüben hin. Genau. Wir sind jetzt auf diesen anderen Gleis drauf und hier unser Umsteigzug, der wartet schon auf uns. Wir werden jetzt da reingehen. Wir sind hier im Zug drin und eigentlich haben wir noch so ein bisschen Umsteigzeit. Aber weil ich diesen Zug hier kenne, von dieser Hildburghausen Vlog-Videoserie, wo ich mit Flatti nach Hildburghausen gefahren bin. Wir sind genau diesen selben Zug hier gefahren, dieser alte Schrott mit den alten nervigen Treppen, wo man den Wagen da runterfallen und hochfallen lässt. Und ich meine zu erinnern, dass das hier ein Bierzug ist. Das heißt, ich kann hier ein Bier trinken. Ganz entspannt. Das finde ich toll. Das gefällt mir schon mal. Hier sind bessere Züge als bei uns. Ja, okay. Und jetzt fahren wir bis zum Umsteigbahnhof in Neudietendorf. Ich liebe Bierzüge, weil dann dauert die Fahrt nicht so lang.
Finde ich immer richtig, richtig toll. Die mag ich besonders gerne. Ich habe gerade mal ein Bier ausgetrunken und hier, guck mal, ich stecke das hier in diesen Biermülleimer rein. Und hier ist noch eine Bierflasche von fremde Person. Sehr gut. Wunderbare Biermülleimer. Wir sind in dieses neue Dietendorf angekommen und wir sind jetzt gerade auf Gleis 1 und wir müssen zu Gleis 2 rüber zu gelaufen. Ja! Unser Zug, der kommt gleich. Der hat leicht Verspätung. Irgendwie 10 Minuten ungefähr. Ja, der sollte jetzt jeden Moment kommen. Unser Zug, der kommt hier angerollt. Jetzt werden wir hier einsteigen. Ach nee, das war doch nicht unser Zug gewesen. Wir sind da eingestiegen, haben nachgefragt und nee, das war doch nicht nach dahin, wo wir hin müssen. Wir müssen nach Richtung Würzburg. Und ja, guck mal, hier, da steht's drauf, der nächste kommt. Das hier, das ist unser Zug, der kommt angerollt. Hier werden wir einsteigen und der führt uns dahin, wo wir hin müssen. Wir sind schon wieder in einem Bierzug drin, aber im falschen Waggon. Ja, passt so. Gib Prost. Guck mal, wir sind gerade in Grimmental und ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Aber ich glaube, ich und Flatti sind hier umgestiegen. Das letzte Mal, also wo wir dann nach Hildburghausen gefahren sind. Aber ich bin mir auch nicht so ganz sicher. Also entweder fahren wir gleich durch Hildburghausen vorbei oder eben halt nicht. Ich finde es sehr schade, dass Hildburghausen keine Umsteighaltestelle ist, mit ganz viel Wartezeit. Weil sonst würde ich sofort Ramses der Dicke herholen. Dass wir ihn treffen. Und mit denen ein Bierchen trinken oder so etwas. Richtig. Und Manns Haulwurf gleich hinterher. Beste Grüße an Ramses der Dicke und Manns Haulwurf. Wir müssen unbedingt wieder Bier trinken. Boah, voll Fettbrücke. Guck mal, da hinten. Scheiße, ich wollte euch das unbedingt zeigen. Das habe ich vermasselt gerade. Leute, gerade eben ist etwas passiert. Kurze Videounterbrechung, weil ich habe ein Bierpower machen zu gehen und deswegen werde ich darauf erstmal ganz entspannt ein Bier trinken. Ich habe das Bier ganz entspannt ausgetrunken und jetzt werde ich einmal rausgehen und das Bierpower machen gehen. Ich bin draußen und ich habe hier einen Bierpower Metallgnubel gefunden. Ich grüße dich, it's Nico. Vielen Dank für das Abschließen einer Stufe 2 Bierpower Kanalmitgliedschaft. Und zum Thema Kanalmitgliedschaften. Ich habe da ein kleines Update gemacht, der Vorteile. Schaut da gerne vorbei. So, jetzt wird das eigentliche Video fortgesetzt. Leute, gerade eben ist etwas passiert. Und zwar, ich musste Urin machen. Und ich habe diesen Urinbecher, also diese Toilette, Toilettenschüssel heißt das, glaube ich, aus Metall. Genau. Den habe ich ungefähr zu 3/4 voll bekommen. Und als ich dann fertig war und kurz vorm Spülen war, da ist ungefähr da hat der Zug einen Ruckler gemacht. Der hat geruckelt.
Und dann ist ungefähr die Hälfte von diesem gesamten Urinbecher-Inhalt auf den Boden geklatscht. Ich kann nichts dafür. Der ganze Boden ist nass geworden. Und ich bin sehr, sehr froh darüber, dass ich nicht den Sitzen gepinkelt habe. Was, sonst hätte ich alles abbekommen. Ah, diese Vorstellung, ey. Ja, ja, so hat das zu sein. Wir haben auf jeden Fall Spaß hier. Ja. Und die Zeit geht richtig schnell irgendwie rum. Aber wir müssen noch 7 Stunden fahren und so. Ja. Ja, wird schon. Scheiße. Insekt gefunden. Kernkraftwerk, Radioaktivität, Beschädigungen. Da hinten. Seht ihr das? Ich nicht mehr. Ja, genau, jetzt sehe ich das. Hier. Kernkraftwerk. Leute, wir sind gleich hier in Würzburg angekommen. Deswegen stehen wir jetzt schon hier. Genau, wir sind gleich da. Und das ist dann die nächste Umsteighaltestelle. Wir sind in Würzburg angekommen. Und das hier ist eine richtige Ritze hier. Aber sowas von. Und genau, jetzt haben wir fast 1 Stunde Umsteigzeit. Würzburg. Würzburg. Hier in Würzburg. Ich war gerade bei einem Kiosk gewesen. Ich habe danach in den Supermarkt gefragt, weil wir haben ja noch ein bisschen Umsteigezeit. Und in 3 Minuten sollte ein Kups sein. Ich war da noch nie gewesen, ich habe den Namen noch nie gehört. Ist halt so. Aber bevor ich da hingehe, und um dort einmal zu gucken und Bier zu kaufen, werde ich hier bei Mc's einmal zwei, wie heißt das Ding? Hamburger oder sowas holen. Das ist ein kleines Snack bis zwischendurch. So, ich bin gerade von McDonald's zurück und ich habe mir 2 Cheeseburger und Chicken Burger geholt. Weil ich Bock drauf hatte. Aber weil das so lange gedauert hat, und zwar dieser EC-Kartenautomat. Also, naja, nicht EC-Kartenautomat, sondern dieser Bildschirm, wo man drauf drückt. Das ist kaputt. So dass das extrem lange gedauert hat, bis man überhaupt diese ganzen Kunden verarbeiten konnte. Deswegen hat das zu lange gedauert, um jetzt gleich zu diesen Supermarkt hinzulaufen. Und deswegen werde ich jetzt einen Cheeseburger essen. Und wenn ich den aufgegessen habe, dann laufen wir zum Kiosk. Und dann werde ich dort neues Bier kaufen gehen. Und dann fährt unser Zug schon. Also da wartet auf uns dann. Genau. Genau, das ist jetzt gerade unser Plan, was wir von unseren Gehirnen erdacht haben. Ich habe McDonald's aufgegessen und ich habe neues Bier gekauft im Kiosk und hier, guck mal, das ist der Truchtlingenzug. Und der Zug ist voller, deswegen sitze ich hier auf meinem Stuhl, Hocker, auf diesen vollgenähten. Ja, ist richtig vollgenäht. Und guck mal. Ich habe mir Würzburger Hofbräu gekauft, in Würzburg. Und das ist das erste Mal, dass ich das probieren tue. Verdammt,
Schmeckt nicht gut? Ja. Doch. Schmeckt gut? Ich finde ihn schön kräftig. Ja, ist doch super. Ja. Freut mich. Wir sind in Truchtlingen angekommen. Und jetzt hier. Wie heißt das Ding? Gleiswechsel nach da hinten. Das dauert nicht mehr lange, bis unser Zug vorhanden ist. Deswegen, genau. Ich glaube, 5 Minuten oder so. Nico ist schon Treppe gelaufen, aber ich fahr Fahrstuhl wegen ihm hier. Muss ich, ja genau, so machen. Aber gleich kommt hier Umsteigzug. Hier ist ein wenig Umsteigzeit. Andere Ebene. Naja, dieser große Mann, der steht hier schon. Und jetzt hier noch nach Gleis 5. Hier ist Fahrradstuhl. Es wird gleich hochgeschossen. Es kommt. Oh, wie so eine Made oder so, aus so einem Eier ausschlüpft. Ist da. Let's go. Wir sind reingerufen und jetzt wird hochgeschossen. Sowas von. Ah, jetzt schießt er uns hoch. Ja. Yeah. Unser Zug fährt in 4 Minuten. Aber schaffen wir. Vielleicht. Oder vielleicht noch nicht. Aber ist denn zu prüfen, ist der Zug schon da? Ja. Zug ist der? Nee. Hä? Nee. Zug da? Ja, hier geht das raus. Hey, unser Zug ist noch nicht da. Das heißt, wir sind pünktlich. Scheiße, der Zug, den wir erwischen müssen, der fährt auf Gleis 1 und wir haben jetzt nur noch 2 Minuten Zeit. Weil wir das vorher nicht wussten. Wo ist Gleis 1? Da hinten. Ja, dann gehen wir Treppe. Ja, komm jetzt runter. Ah, Scheiße. Ah, jetzt geht er runter. Jetzt geh hoch. Mach jetzt. Jetzt geht das erst zu. Prüf noch was schaffen. Genau jetzt abfahren. Los geht's. Ey, ja. Da. Oh, super, ey. Gerade so, ey. Nur weil wir nicht wussten, dass der jetzt auf Gleis 1 fährt. Ja, aber sowas hasse ich. Laut Fahrplan Gleis 5 ist zurückgegangen und das ist sowieso ohnehin schon knapp gewesen. Da steht da drauf, Umleitung auf Gleis 1. Und dann nochmal schnell hergerannt, in der letzten Minute reingekommen. Und genau jetzt fährt er los. Dann haben wir geschafft. Nächste Umsteighaltestelle, die kommt gleich, die heißt Donauwörth. Und die wird auch zeitlich sehr knapp werden. Ich glaube 6 Minuten oder so offizielle Umsteigzeit. So, wir sind jetzt bei der Umsteighaltestelle. Und jetzt, genau hier ist unser Umsteigzug. Jetzt hier eindringen. Jetzt fahren wir nach Ulm. Diese Züge sind geil hier.
jeden Fall. Die sind viel, ja, die sind viel besser als bei uns. Hier kann man sogar Bier trinken, das finde ich voll geil. Komfortlich Platz. Ja. Die sehen viel entspannter aus. Das erinnert mich an die alten Züge, die wir hatten. Ja, auch, und dass die Sitze einfach bequemer sind. Leute, nicht mehr lange und dann sind wir in Ulm angekommen. Und wir haben da nur, wie heißt das Ding, 6 Minuten Umsteigzeit voraussichtlich, falls da nicht Verspätung haben sollte. Und guck mal, hier steht überhaupt gar kein Gleis dran. Ich habe keine Ahnung, ob ihr das seht, aber genau, hier sollte eigentlich ein Gleis stehen, aber da steht nichts dran. Das heißt, wir haben 6 Minuten Zeit, um gleich, wenn wir in Ulm angekommen sind, ganz schnell nach dem Gleis zu suchen, wo unser Zug fährt. So, wir sind gleich in Ulm angekommen. Und hier, der Große hier, der hat was gefunden hier. Da, das wurde aktualisiert, Gleis 6 Nord, da müssen wir gleich hin. Und der Zug hat sogar Verspätung, das ist gut. Das heißt, ach nee, ich glaube 27 kommen wir an. Da müssen wir auf jeden Fall ganz viel laufen bis zu 6, eventuell, falls das so gerichtet ist. Weil der Bahnhof so groß sein sollte, dass man von 27 auf 6 runterlaufen muss. Guck mal, diese Türen hier, die sind naturfarben. Ulm! 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 Wo ist der bescheuerte Fahrstuhl? Was ist das für ein Bahnhof? Was ist das für ein Ulm-Bahnhof? Das ist ein richtiger Ulm-Bahnhof. Versiffte Bahn kommt. Jawohl, aber dann, damit du hinten machst, was du hier getan hast. Okay. Achso.
Ja. Aber so, geschürfen. Mit so viel Gepäck noch nicht so schnell gerannt. Und mein Sack ist losgekommen. Hast du gut gemacht. So. Was für ein komisch strukturierter Bad. Aber gut, dass es da so ein Parkhaus gab, so ein Parkhaus. Ohne Fahrstuhl. Und in einer Minute fährt der Zug los. Genau. Ja, 14 nach. Und hier, also wir haben jetzt 14 nach. Und hier steht drauf 15 nach. Das ist voll scheiße. Das. Aber immerhin, das ist unsere letzte Umsteighaltestelle. Von 7. Von 7 Umsteighaltestellen. Beziehungsweise bei dir waren es ja 6, weil du am Gehen. Ja. Bei mir 7. Aber guck mal. Hier vorne ist auch eine Bierpowerstange. Das ist super. Das heißt, ich werde jetzt erstmal ganz genüsslich ein Bier trinken und dann diese Stange hier benutzen. Aber so richtig. Siehst du, hier guck mal, der Zug, der fährt jetzt los. Wenn wir gechillt gegangen hätten, müssten wir die ganze Stunde warten. Ja. Das war was. Das war wirklich was. Ja, normal. Aber egal, so was erlebt man hat. Gut, dass wir trainiert sind. Ja. Erstmal ein Bier trinken. Ja, von zur Weiterfahrt mit dem Regionalexpress nach Friedrichshafenstadt über Biber und Ravensburg heißen wir Sie recht herzlich willkommen und wünschen angenehmen Aufenthalt. Nächste Station für Sie ist Erbach, der Aufstieg auf den Fahrtrichtung rechts. Geprost! Auf diesen Ulm-Zug, wo wir so viel laufen mussten. Bierpower! Noch weniger wie 10 Minuten und dann sind wir in Friedrichshafen angekommen. Das ist unsere Zielortschaft. Und genau, dann ist unsere 14 Stunden oder wie viel das waren, Bahnfahrt zu Ende gekehrt. Da können wir diese, genau das hier ausziehen, bevor dann hier diese ganzen Milben und Käfer und Fledermäuse und Vögel und irgendwelche Geparden und Giraffen, Elefanten, ja, Elefantenrüssel und hier von wie heißt Oktopusse hier, diese, genau, die hier, bevor die so genau da erwachsen werden, da drin, und so rausspritzen. Wir sind ausgeschieden vom Zug. Genau, da oben steht das drauf. Und jetzt haben wir hier diese 14 Stunden oder wie viel das waren durchgemacht. Ach scheiße, das hat keinen Fahrstuhl. Ich habe den Wagen gerade mit ganz vielen Mühen die Treppe runtergelaufen. Und ah cool, hier zu da wo Stadt ist oder Ortschaft, was da hinten hingeht. Hier gibt es einen Fahrstuhl. Aber zu den einzelnen Gleisen, da gibt es keinen Fahrstuhl. Das ist scheiße. Das ist noch nicht gut umgesetzt. So, endlich diesen versüfften Lappen vom Gesicht abziehen. Es hat aber auf jeden Fall ganz viele Bartbeschädigungen gemacht. Leute, guck mal hier. Bevor wir losgelaufen sind, habe ich hier vorne einen Rewe gefunden. Und wir haben jetzt halb null.
Und dieser Rewe sollte um 0 Uhr erst schließen. Das hört sich gut an. Das heißt, wir werden hier so eine Runde einkaufen gehen. Wir sind aus diesem Rewe rausgelaufen. Und hier, guck mal, ich hab mir zwei Warsteiner geholt. Zwei Träger. Und ein Croissant, aber das habe ich schon in meinen versifften Wagen eingepackt. Also ich will das jetzt heute nicht austrinken, aber vielleicht zwei, drei Bier heute bis zum, wie heißt das Ding? Bis zu unserer Unterkunft. Bis wir das gefunden haben, wo wir dann pennen werden. Ja, Hinwegsbier, der Rest für morgen. Ich finde auf jeden Fall die Bierpreisunterschiede extrem interessant. Weil hier zum Beispiel bei uns, da gibt's Heinekenbier und das ist bei uns sehr teuer gestellt. Und hier ist Heinekenbier irgendwie gefühlt das billigste Bier überhaupt. Das war auf jeden Fall viel günstiger als alle anderen Biere, die wir getroffen haben. Also hier hatte ein Träger Warsteiner, ich glaube, ich weiß gar nicht, 5,99 oder so gekostet. Bei uns kostet das, weiß ich nicht, ich glaube 3,99 oder so. Aber jetzt werde ich erstmal hier dieses Bier hier reinpacken. So, die Biere sind gepackt und ich bin gerade auf der Suche nach einer Toilette, weil ich habe so richtig Bock drauf. Und ich habe das Rewe-Team gerade abgenervt gehabt und gefragt, wo die das haben. Aber die haben mich nach da hinten hingeschickt. Da hinten sollte eine Toilette sein, so eine öffentliche. Und die werde ich gleich so richtig benutzen, weil ich Bock drauf hab. Ich war gerade auf Toilette von diesem Bahnhof hier, weil ich das kann. Und dieses Abenteuer, dieses Erlebnis, das hat mir ganze 50 Cent gekostet. Aber jetzt laufen wir dahin. Zur Unterkunft. Genau, zu dieser Unterkunft. Der Toilettengang, was mir ganze 50 Cent gekostet hat, das ist eine Buschkraft-Bescheißung weniger. Das müsst ihr euch merken. Das ist wunderschön. So, ich muss mir erst mal meinen Sifflampe hier aufmachen, damit ich dich blenden kann. Dieser große Mann, der hat hier eine Route gefunden, wo wir hinlaufen mit Beinen zu dorthin, wo wir hinlaufen. Also bisher finden wir, dass Friedrichshafen sehr, sehr schön ist. Gefällt uns. Und was wir beide extrem bemerken tun, hier ist die Luft extrem gut, also mehr als gut sogar. Also wir sind ultra erstaunt, wie viel Sauerstoff wir in den Kopf bekommen. Hier, guck mal, Ziel erreicht, wir haben hier Schutzhütte gefunden. Das ist so eine ganz kleine, mit einem Tisch, hier eine Bank. Und hier eine Bank und... Und diese Schutzhütte, die ist direkt auf einem Bolzplatz. Weil guck mal, hier vorne ist so etwas, überall ist ja Grasen und da drüben so ein kleiner Spielplatz. Mit dieser Drehradscheibe. Und da hinten sehe ich auch noch eine... hier schaukeln und sowas. Und da hinten, da ist ein Blockhaus. Der da, dieser große Mann, der überlegt sich, ob der jetzt hier auf der Bank pennt oder eben halt nicht, oder auf dem Boden. Ich habe mich entschieden, weil der Boden hier, ich mach mal ein bisschen besser Licht an, weil der Boden hier extrem trocken ist und genau, deswegen habe ich mich entschieden, weil ich finde diese Bank hier, die ist irgendwie viel zu unbreit.
Das wäre mir irgendwie zu unangenehm, irgendwie so darauf zu schlafen, weil die so dünn wäre. Deswegen habe ich mir überlegt, heute Nacht, also zumindest solange es nicht regnen tut, keine Ahnung, ob es heute Nacht regnen tut oder nicht, aber solange es nicht regnen tut, ich hoffe, die ganze Nacht regnet es nicht, werde ich mich hier genau auf diesen Boden hier hinlegen, direkt neben dieser Schutzhütte. Und hier, guck mal, ich habe hier Macaroni und Bolognese-Soße. Dieser, ja, er da, er möchte auch Macaroni. Aber er frisst kein Fleisch, was hier drin wäre. Deswegen bekommt er nur diese Macaroni pur. Und das werde ich jetzt zubereiten mit diesem Kochtopf. Die Heuferneier springen rum. Die sind so fertig für meinen Kopf. Das heißt, ich kann jetzt hier diese Macaroni hier reinstecken. Ja, diese Macaroni, die sind richtig wurmformig geworden. Und das heißt, ja genau, die sind. Ich werde gleich hier Wasser rausgießen. Aber vorher werde ich jetzt hier das hier meine Bolognese-Soße hier drauf machen. Und jetzt erstmal dieses Wasser hier abgießen und dann ist gleich fressen fertig. Und wenn da gleich diese ganzen Milben hier rausspringen. Die Milben, die springen genauso wie Pockenkrankheiten raus. Deswegen ist meine Soße fertig. Die Bolognese-Soße, das kommt dann hier drauf. Ja, es war cool, Abendbrot fressen. Kann ich immer wieder sagen. Essen draußen im Freien ist geil. wir sind jetzt gerade mit Essen fertig. Also wir haben das uns so richtig oral reingeschoben. Leute, guck mal. Ich glaube, das ist diese Schutzhütte, die gemeint worden ist. Weil hier ist eine komplette Überdachung mit ein paar Bänken und so weiter. Ich glaube, wir platzieren unseren Schlafplatz hier hin. Genau, dass wir uns hier auf den Boden hinlegen mit der Überdachung. Aber ich glaube extrem daran, dass uns morgen früh ganz viele Leute nerven werden. Weil erstens, hier vorne ist ein Gehweg. Also gut, da drüben, wo wir uns jetzt hingelegt haben, da ist auch ein Gehweg. Also wo wir vorhin gefressen haben und sowas. Das ist ja auch direkt daneben. Von daher macht das keinen Unterschied, ob wir uns da ganz hinten hinlegen oder hier vorne. Hier, guck mal. Hier sind ganz viele Sportgerätschaften. Hier mit das hier und das hier und sowas hier. Sowas. Das ist hier überall vollgestellt mit sowas. Also finde ich natürlich gut, weil Sport ist ein Muss, um besser leben zu können. Aber genau. Und weil morgen sollte, glaube ich, Freitag sein. Und das heißt, wir werden auf jeden Fall, oder keine Ahnung, ob auf jeden Fall, aber wir werden auf jeden Fall genervt. Von Leuten. Glaube ich zumindest. Aber gut, so ist das halt. Und deswegen, weil hier diese Vollfettüberdachung ist, und bevor es dann irgendwie morgen regnet, werden wir jetzt die ganzen Sachen hier drunter platzieren und hier drunter pennen. Das machen wir so. Ja, genau, das machen wir so. Ich dreh durch, ich kann nicht mehr.
Oh Mann, das wären die geilsten Szenen überhaupt. Ich dreh durch.